Ein wunderschönes Hallo bei Forest Village. Wir müssen mal schauen, dass wir hier die Brücken zu Ende bekommen, um die Fischfarm abzureißen, um eine kleine Brücke einzusetzen, um dann wieder die Fischfarm zu bauen. Ja, ich bin genauso begeistert. Naja. Und es wird einem ja auch nicht gesagt, beziehungsweise man kann es ja nicht wissen, dass ja dieses Seil einfach nicht zu übergehen ist. Man kann es auch nicht herausnehmen. Ne? Also es ist unmöglich, durch dieses Seil zu kommen, es wegzunehmen oder irgendwas. Man muss eine extra fette, riesengroße Kreuzung bauen, damit das erst möglich wird. Aber, ja, ne? Safety first und so weiter. Ist halt leider so. Der hat jetzt von Buxtehude Holz geholt, weil hier keins drin ist. Was macht denn unser Eselmensch? Fleisch sieht okay aus. 65, da ist fast doppelt. Da könnten wir eigentlich mal wieder eine Fuhre abholen. Da haben wir doch schon Holz. Warum ist es pausiert? Immer das dann hinkommt. Das ist auch so doof gemacht hier noch, dass man keine Möglichkeit hat, herauszufinden, von wo nach wo was transportiert wird. Das sieht soweit gut aus. Scheinbar sind jetzt bei den beiden Außenstellen jeweils 300. Da haben wir also erstmal was. Dann sammeln wir in der Mitte also was. Ja, hier 300. Da wohnen ein paar Leute, auch gut. Und vielleicht sollten wir tatsächlich, hatte ich ja schon erwähnt, hier irgendwie ein, zwei Wohnhäuser hinsetzen. Ja, früher oder später machen wir das auch. Jetzt ist da schon wieder keine Verbindung. Ja, es bleibt zu hoffen, dass die da trotzdem irgendwie klarkommen. Ressourcen, die stopft er jetzt da rein, um das dann abzubauen, damit wir das hier abreißen können. Ja, dann mach doch, was du... Thomas, was soll das denn? Kannst du nochmal kurz vorm Abendessen hier einmal draufhauen? Nee, warum kann man... Man kann, glaube ich, keine Brücken bauen. Ach, das ist doch wunderbar. Es ist einfach wunderbar. Na, dann muss das halt alles von Hand geschehen, wenn wir da nicht reinkommen. Und natürlich kann auch nur einer an einer Brücke arbeiten. Was machen denn die anderen? Du bist nichts beschäftigt. Du bist damit beschäftigt. Du bist nichts beschäftigt. Ja, gut. Na dann, gib ihm. Hier sind die Wege auch gebaut, so wie es aussieht. Nee, hier nicht. Aber... Oder es ist gebaut. Wir hatten es ja pausiert, aber man kommt da ja nicht dran. Das war ja das Witzige. Ich glaube, das haben wir jetzt auch auf Ewigkeiten kaputt gemacht. Es sieht ja anders aus als der Rest. Aber man kann eine Bodenbaustelle nicht anklicken. Wie gesagt, das eine Mal hat man es pausiert, als wir es konnten. Vermutlich jetzt auf Ewigkeit. Naja, warum auch nicht? So, jetzt hat das ein Verbindungssymbol. Das hier dann jetzt auch. Aber eigentlich müsste das doch dann miteinander verbunden sein. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Einen Moment. Da musste ich kurz mal husten. Entschuldigung. Ach, jetzt ist hier kein Ab... Leute, was macht ihr denn? Ja, wo arbeitest du denn jetzt? Da hinten. Wo arbeitest du? Hier. Und wo dann? Ja, also doch da. Ja, jetzt... Die wollen mir auch noch verarschen, die Schwangstädter. Nicht nur, dass sie Kacke bauen, sie verarschen einen auch noch.
Achso, das ist jetzt abgerissen. Sehe ich das richtig? Mhm, sagt er. Okay, dann ist das jetzt abgerissen. Das freut mich ja. Dann reißen wir das hier wieder ab. Geht nicht. Oder wie? Diese Brücke hätte ich gerne abgerissen. Geht nicht. Ach doch. Muss aber auch nicht markiert werden, dass das jetzt schon angenommen wurde. Warum auch? Wie du wurdest. Nein, wurdest nicht. Okay. Und dann machen wir das auch Schritt für Schritt. Nicht, dass die Deppen die Brücke abbauen und dann da auf einmal nicht mehr rankommen. Ah! Warte mal. Fischerbude kann man nicht updaten. Hätte ja sein können. Genauso wenig, wie man das updaten kann. Hätte ja sein können. So, hier sind viele leerstehende Arbeitsstellen. Hätte ja sein können. Ja. Hier fehlt noch ein bisschen Holz und Bodenarbeiten. Haben wir das pausiert? Ne, haben wir nicht. Vielleicht kriegen die es ja hin. 2 von 2. Und die anderen 2 müssten dann also tatsächlich mit dem Rest beschäftigt sein. Hier sieht es wieder so aus, als könne man sagen, dass die Leute lieber wieder pflanzen sollen. Hier holzen wir also dafür dann ab. Wie sieht es da hinten aus? Hinten. Da. Ja. Da arbeitet auch eine Person. Sollten wir dann vielleicht... Sollten wir vielleicht wirklich eine abziehen? Dann haben wir pro Bude eine. Ist das sinnvoll? Jetzt bin ich schon wieder am Überlegen, ob das sinnvoll ist. Ich mach's erstmal so. Dann haben wir hier nämlich eine Person mehr, die uns gerade bei Bauarbeiten hilft, die unwichtig sind. Aber ich glaube, ich guck mal, warte mal, ob man mit dir nicht vielleicht trotzdem mal schnell jagen gehen können, wenn wir da so eine Einzelperson haben. Oder das bringt da auch nicht wirklich viel. Ach, ich bin so unsicher. Da oben rennt ein Fuchs. Nee, das bringt's ja auch nicht wirklich. Ich sag mal hier für Freude, Spaß und Juxadei und hoppdala. Hier haben wir so viel Freifläche. Achso, das war der Weg, den wir da so dazwischen ziehen mussten. 16 Holz. Mal. Dann pflanzt die jetzt hier alleine an. Und die holzen jetzt zu zweit ab. Moment. Hallo? Hallo? Wo ist die andere denn? Ja, dann sind halt da halt jetzt. Wo ist auch okay, dann holzen sie da ab. Hier muss noch 3-mal draufgehauen werden. Das kann man aber nicht selbst erledigen. Und ja, da haben wir tatsächlich eine Baustelle jetzt. Kann man irgendwie sagen, ich möchte das abgerissen haben? Nein, kann man nicht. Kann man irgendwie sagen, ich möchte es nochmal gebaut haben? Nein, kann man nicht. Kann man irgendwie sagen, das soll Steinweg werden? Vielleicht. Was auch immer wir da jetzt getan haben. Vielleicht wird es jetzt steinig. Einfach ignorieren. Ja toll, 2-mal draufgehauen und dann wieder abhauen. Oder? Hey, Leute.
Es bleibt einem nichts anderes mehr übrig, als sich einfach nur über die Leute zu beschweren. Ich würde ja gern was anderes machen. Mich zum Beispiel drüber freuen, aber nein. Warum haben wir hier jetzt Heu und warum haben wir überhaupt vier Leute? Fünf Leute. ...751 Heu! Ich werd bekloppt! Oh ja gut, warum nicht? Voll. Eigentlich bringt's das doch gar nicht mehr. Wir lassen sie trotzdem mal arbeiten, komm. Klar, ich beschwere mich jetzt über Arbeiter und hin und her, aber vielleicht kommt da ja nochmal was bei raus. Ich bin mir jetzt unsicher, wie lange es dauert. Und deshalb würde ich die jetzt tatsächlich arbeiten lassen. Wobei hier, dich könnte man echt abziehen. Oder? Ich glaube, das lohnt nicht mehr. Und wir haben auch 312 Lachs. Weißt du was? Dann ziehen wir hier einen ab. Haben da einen mehr. Was machst du denn? Wie schaut es denn aus mit den Flachsgeschäften? Null? Null? Ja, gut. Super. Das brauchen wir auch nicht mehr. Also, komm, ihr wichsen nochmal alles weg. Und sorgen dafür, dass der Flachs von hier nach da oben kommt, damit die gute Tante da hier mal rumflachsen kann. Wo ist sie denn? Ja. Ach, Leder ist tatsächlich dafür dann auch benötigt. Aber gut, das haben wir da oben, ja. Weitestgehend, das ist ja okay. Brücken. Wie läuft das hier? Building. Wo? Da. Super. So kann es weitergehen. Dieses Ding können wir abreißen, tatsächlich. Das da ist ja weg und dann kann man das da abreißen. Nein, 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 nein. Ernsthaft? Ernsthaft? Kann ich das... Ich werd bekloppt. Und das kann man auch nicht stoppen. Dass man sagt, hey, nee, nicht abreißen. Das klappt nicht. Einmal weggeixt, ist weggeixt. Und da fangen sie schon an. Nee. Ich werd bekloppt. Die sind doch alle wahnsinnig, die Schwankstädter. Jetzt habe ich einmal aus Versehen da drauf geixt und jetzt wird die gesamte Fischfarm abgerissen. Komm, hier nochmal ein dazu. Dann haben wir wenigstens Fisch. Wir müssen echt gucken. Fisch, Feuerholz, das passt soweit. Ihr seid doch kacke, ganz ehrlich. Zumindest bei Gebäuden könnte man doch mal einen Bestätigungsdialog einbauen. Oder nochmal die Möglichkeit haben, das hier zu entfernen. Aber nö, das ist jetzt die Produktion ist eingestellt, da funktioniert gar nichts mehr. Ich werde bekloppt hier. Jetzt ist es angebunden, immerhin. Scheiße, das ist doch hier Wahnsinn. So, dann setzen wir den einen auch noch mit dazu. Und wir haben's Herbst. Das Gras. Brauchen wir jetzt nicht so dringend. Komm, wir brauchen tatsächlich eher... Jetzt Leute, die uns die Sachen abreißen und nochmal neu hinbauen. Genau.
vielleicht tatsächlich auch Feuerholz. Machen wir das mal lieber. Das wirkt mir nämlich ein bisschen wenig. Feuerwood. Toll, dass man ein Dropdown-Menü hat, weil man ja nur eine Sache bauen kann. Leute, wer programmiert denn sowas? Ja, ich bin mich jetzt am aufregen. Doch, das ist tatsächlich richtig, oder? Wegen dieser Bude hier. Die hätte ich gern behalten. Aber nein. Warum auch? Und es dauert 15 Jahre, hier irgendwie eine Brücke zu bauen. Ich glaube, das war die bessere Entscheidung, hier den Umweg zu bauen. Anstatt hier alles abzureißen, sonst wären hier hinten alle total verhungert. Also, da wäre kein Halt mehr gewesen. Pass mal auf! Nee, nicht pausieren, sondern... ja gut, machen wir mal eine Person hier hinten bei der Fischerbude. Wie läuft das denn jetzt? Wo ist denn der andere Fischer? Ah, da hinten. Ach so. Machen wir doch lieber so rum, dann ist die da. So, dann brauchen wir es auch nicht pausieren. Ja doch, wir müssen es pausieren, damit wir überhaupt sehen, dass die nicht funktioniert. Wie soll die... Ja. So, Gras, super. Kriegen wir das noch fertig? Ich wage es ja fast zu bezweifeln. Kriegen wir das noch fertig? Vielleicht auch eher knapp. Bis 27 Grad. Wir haben es immer noch 10 Grad. Vielleicht. Was machst du? Nix oder was? Du machst jetzt irgendwas. Mindestens mal das hier. So. Was können wir denn mit der guten machen? Einen Baum pflanzen vielleicht, oder? Einfach mal machen wir mal was Meditatives. Wir pflanzen einen Baum. Aber das dauert mir fast zu lange. Kannst du das mit abreißen? Ja. Ach komm, dann. Auf geht's. Robb mal den Scheiß hier weg. Wer braucht denn auch eine Nahrungsmittelquelle? Das will doch niemand. Das hat den Leuten nur geschadet bisher. Ey, Mann. Was soll man noch dazu sagen? Da fällt mir gerade auf, die Minimap, die habe ich bis jetzt auch nie gebraucht. Die kann ich mal wegrobben. So, dann lassen wir die nochmal arbeiten, dann zupp ich die hier weg. Kriegt man vermutlich nie wieder, aber was soll's. Oh, da ist sie wieder. So, haben wir schon das Dach abgerissen. Ist ja auch nicht so, dass man halt dadurch endliche Ressourcen verliert. Nö. Wie hier zum Beispiel 150 Holz, hier dann eben auch 150 Holz. Jetzt steht die da doof rum. Ja, warum auch nicht. Ja, kannst du den Weg vielleicht bauen? Hm, oh. Was baut sie da? Was baut sie da? Baut sie jetzt tatsächlich einen Weg? Aber da müssten da erstmal Steine hingebracht werden, dachte ich. Oder reißt sie die Hütte mit ab? Ich glaube, sie reißt die Hütte mit ab. Naja. Wie auch immer. So, wie schaut's hier aus? Da müssen noch 6 Holz hin. Mhm. Du hast 6 Holz dabei. Jaha, super. Dann können wir hier die Baustelle nämlich auch abreißen. Nee, ja, natürlich. Mhm. Ja. Es ist doch verhext hier. Komm, hier, wenn du dann doch nichts Sinnvolles zu tun hast, dann pflanz halt wenigstens einen Baum. Schaffst du wenigstens das? Ja. Baum, 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 Baum. Bitteschön.
Es bleibt nach wie vor spannend mit diesem Spiel tatsächlich und den Schwankstädtern, dass man da halt etwas hinbaut, ohne die Möglichkeit, also abbaut, ohne die Möglichkeit habt zu pausieren. Ich meine, das sind ja einschneidende Sachen. Stell dir vor, man hätte jetzt aus Versehen auf die Feuerholzquelle geklickt. Im Winter. Es wäre nicht mehr produziert worden, es wäre abgerissen worden. Upsi. Das finde ich nicht so gut. Wie gesagt, bei Wegen oder sowas, ja, wurscht. Oder bei Baustellen, ja, wurscht. Aber bei existierenden Gebäuden, die man braucht, wäre so ein kleiner Bestätigungsdialog doch mal sinnvoll. Da hätte ich jetzt gesehen, oh, hoppla, der will da was abreißen. Will ich das wirklich abreißen? Ja, will ich. Gut ist. Na, einfach nur mal zur Sicherheit. So wollte ich irgendwie das einfach nur weg-xen, hab den falschen Taste erwischt und jupp, schon ist die Fischfarm-Geschichte. Schwankstädter-Geschichte in diesem Fall, die ja geprägt ist von Fehlern und dergleichen. Wir erinnern uns an diesem Massensterben. Das war auch wunderbar. Naja, schreiben einfach die Geschichte von Schwankstadt ein bisschen weiter. Auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und vielleicht kriegen wir da die andere Baustelle auch abgerissen oder zumindest mal verbunden. Das wäre auch schon mal was. Vielen Dank fürs Schauen, euer Kaffaun.